Genau, was habe ich mal kurz vor heute? Ich möchte einfach ein paar Videos schneiden von den Streams, die ich oder die diese Woche gelaufen sind. Haben wir einiges gemacht und aufgezeichnet natürlich, um das jetzt in besserer Qualität verarbeiten zu können, um das nachher auf dem YouTube-Kanal rausholen zu können. Ja, und damit muss man halt irgendwann mal anfangen und sonst schon jetzt nicht fertig. Und ich dachte mir, okay, fange ich jetzt einfach mal an, immer so ein bisschen. Ja, genau. Deswegen mache ich das jetzt mal. So, Desktop ist es hier. Das sollte hier. Ah, machen wir es so. Sieht man was? Genau. So, das ist das falsche Projekt, was ich gerade öffne. Doch. Ne, ist richtig. Genau, ist das richtig. So, und zwar fange ich einfach an mit dem Video von, wann war das? Also ich habe jetzt schon zwei Videos gemacht. Hack in the Morning und Hack Lagerregal, die sind auch mittlerweile live. Das nächste wäre jetzt die Fahrt zum Hexokrien. Das ist vom Mittwoch gewesen, das Video. Im Auto hat ein paar Hürden, die man meistern muss. Aber das bekommen wir hin. Hat glücklicherweise nur eine Kamera. Source-File-Ordner anzulegen. Jetzt heißt das Luxemburg 1 Auto. So, die GoPro-Files haben wir hier. Oh, das ist ja noch von Theo. Hahaha. Witzig. Oh oh. Oh nein. Okay, das war nur eine Datei von Theo. Ah ja, das war was anderes. Das war vom Dienstag. Gehört eigentlich nicht hier rein. Aber diese Files hier gehören ja. Jetzt ist das wichtig bei der GoPro, da kann man nicht immer zwangsläufig nach dem File-Name sortieren, um es in chronologischer Reihenfolge zu haben. Stattdessen gehen wir auf Nummer sicher und sortieren nach dem Start-Timecode. Ah, ist schon sortiert. Weil die haben so eine komische Nomenklatur. Ne? Irgendwie 10 ist, glaube ich, so der Aufnahmezyklus und hinten die letzten drei Ziffern, das ist die Sequenznummer. Keine Ahnung. Also. Ich glaube, so muss das auf jeden Fall richtig sein. So, dann ziehen wir das auf jeden Fall alles mal in den Ordner GoPro. So, dann haben wir jetzt unsere. Checken wir mal. 10:32. Genau, das ist das Auto-Ding. Brauchen wir dieses? Okay, ne, diese Datei brauchen wir noch nicht mehr. So. Okay, hier geht's los. Gut, außerdem brauchen wir natürlich das Mix-File, das ist das Audio-File von der DJ-Software. Dieses habe ich hier auch schon mit 48 kHz umgewandelt, wie es sich gehört. Und ja, dann können wir jetzt eigentlich. Machen wir einfach mal. Komm, legen wir hier einfach mal ganz ordentlich erstmal Timeline-Ordner an. 20, 22, 03, 2, Luxemburg, Auto. Nun, das Schwierigste, markieren, neue Timeline erstellen, ja. Das Project Settings, das muss ja immer noch auf 30 Frames stehen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es auf 30 Frames ist, ja. Videotype, ah, 10-Bit, eigentlich reicht schon 8-Bit, aber ist egal. Nichts schaden. Wieso eigentlich? Wieso steht das einfach 10-Bit? Egal. Die Timeline, auch die nenne ich im Bild auch einfach. 22, Lux 1 Auto. Okay. So, jetzt haben wir die Timeline angelegt und dann gehen wir in die Edit-Page. So, hier haben wir jetzt unser Video-File.
Die Waveform-Vorschau generiert er gerade noch. Können wir jetzt mal reinhören. Genau, man hört es hier. Das ist ein Ding von der GoPro, was ich bisher noch nicht gelöst bekommen habe. Die GoPro splittet. Sieht man mich überhaupt hier unten? Man sieht mich ja. Ich bin ein bisschen dunkel, irgendwie ein bisschen heller. Ach, ich hatte das letzte Mal das Videolicht hier aufgestellt. Egal. Die GoPro splittet die Files automatisch nach einer gewissen Dateigröße. Und jeder Split. Bei jedem Split geht so ein Frame verloren. Und das hört man natürlich bei Musik. Ja, das hört man hier. Ich habe jetzt die beiden Files, die gesplittet wurden, hier nebeneinander gemacht. Und wenn ich das abspiele, hört man es, wenn man ganz genau hier. Man hört nichts. Wir hören nichts außer mich. Hallo, hallo. Wir hören nichts außer dich. Hallo, TT-Freak. Okay, ich kann das gerne mal das Desktop-Audio lauter machen. Tatsächlich. Tatsächlich. Oh, danke für den Hinweis. Was ist das denn? Desktop Audio. Stellen wir das mal auf Standard. Ach so. Ah, jetzt, ne? Genau. So, das müsste. Danke für den Hinweis, TT-Fried. Und ich lasse das jetzt mal. Ich lasse das jetzt mal bewusst hier über diese Lücke drüber laufen. Aber ich zeige euch nicht den Cursor. Ich zeige euch nicht den Cursor, sodass ihr selber erraten müsst, wo diese Lücke ist. Und ich behaupte, man hört es leider. Man hört leider, wann diese Lücke hier kommt, also der Split kommt. Deswegen, ich schalte jetzt mal ins OBS und lasse das mal laufen. So. Ich sage genau in diese. Da war es jetzt gewesen. Hier nochmal optisch mit optisch. Ja, man hört es leider, ne? Also wenn man es weiß, hört man es, ne? Das ist einfach nur. Das ist sau doof, wirklich. Also ich. Meines Wissens nach gibt es auch nichts. Keine Einstellung in der GoPro, um die Files größer zu machen. Oder um dass die GoPro ein File aufzeichnet statt mehrere, ne? Das wird auch schon eine Lösung. Aber das ist halt echt scheiße. Ich muss mal kurz mal die Nase putzen. Moment, das gehört natürlich bei jedem Stream dazu. Ah. Bei der Videolänge ist es nicht schlimm. Ja, und es passiert ja sowieso nur alle. Also hier sehen wir, das Video hat 17 Minuten. Alle 17 Minuten würde ein so Unterbrecher passieren. Das ist, also in der Regel nimmt man das kaum wahr. Aber es ist sowieso nicht schlimm, da wir da jetzt sowieso ein anderes Soundfile drüber legen. Und zwar ist das ja, hat die GoPro ja bei dem Video hier nur die Raummusik oder beziehungsweise die Innengeräusche der Fahrgastzelle aufgenommen. Ja? Und ich möchte da aber jetzt halt den Ton vom Mix, also von der DJ-Software, drüber legen. Nein, ich glaube, das, was ich mit der Sequenznummer gesagt hatte, das war verkehrt. Was haben wir denn hier für einen fetten Einbruch? Ah ja, okay. Oh Gott. Ja. Ja, also ich kann schon mal vorab sagen, der Mix war nicht konstant im Auto, sondern zwischendrin hatte ich auch einen Endlosloop mal gesetzt, weil wir irgendwie noch was fummeln mussten an der Technik und weil wir irgendwie einen anderen Sound herbekommen wollten. Und deswegen gibt es bei der Aufnahme aus der DJ-Software, die dürfte wahrscheinlich doppelt so lang sein, also der Soundfile dürfte doppelt so lang sein, wie hier die eigentlichen Videos-Files. Ich will mal hier jetzt 1 Stunde 28 haben. Wahrscheinlich 3 Stunden, ne, ein bisschen übertrieben. Vielleicht sind es zwei Stunden Musik, die ich habe.
mal. Ich sage, also ich ziehe das File jetzt einfach mal da rein. Hier, das ist jetzt das Record, Quatsch, das Mix. Die Software auf dem Pi heißt ja Mix. Das Mix-File. So, und da synchronisieren wir jetzt einfach mal den Start. Jetzt gucken wir mal, wo ist denn hier der Start? Video-File von der Musik. Ja, speichern ja. Wir sind hier keine Amateure. Nee, so. Da sind wir. Oh, wundervoll. Infomaniac. Hallo Infomaniac, grüß dich. Hi. Was ist unser Bild? Ja, ich würde schon machen. Immer noch. Ach so, ich muss weiter zurück. Wann geht's denn los? Ich muss eigentlich weiter zurück, damit mir das zieht. Genau. Okay, der Puppen. Oder? Hier sind die Kabel im Weg. Schafft er das? Hinten sitzt eine Schüssel. Die Antennen bämpeln herum. Naja, testen wir jetzt mal. Ich habe hier gerade kein. Na? Das Komm nächste schon. Problem, wenn eine Komm Maus. schon, Thomas, du schaffst es. Fang Also, endlich das an. ist alles. Ich habe keine Ahnung, was ich spiele heute. Ne? Ja, Aber lasst euch überraschen. Ich lasse mich auch überraschen. Ich bin keine gerade Ahnung, am was Spielen. anfängt. Ich auch. Dann, ja. Los. Feuer frei. Viel Vergnügen. Mal gucken. Was geht denn ab? Es geht hier nichts. Ist immer gefuschelt mit der Handel, mit der Fernbedienung. So, hier jetzt. Hier fängt offiziell das. Hier dürfte auch der. Die Aufnahme angefangen haben. Ich setze mir hier einfach einen Marker. Nein, hier nicht. Oben in der Timeline. Ja, toll. Das geht ja gut mit der. Wieso markiert das jetzt in der Timeline hier oben? Nee, es ist ja hier. Es ist ja. Das ist einfach so. Also das ist in der Timeline. So, womit fängt denn die Aufnahme an? So, fängt die? Sie fängt hoffentlich mit den Common Ladies an. Genau, das ist die Aufnahme von der DJ Software. So, also vom Mix. So, dann sehe ich hier schon mal die Waveforms. Müssen wir die gucken, dass wir die einigermaßen ineinander bekommen. So, wenn ich jetzt drehe mir das Volume vielleicht mal noch ein bisschen höher. So, jetzt der erste Test, wie es sich übereinander anhört. Eins ausgeschaltet. Ja, das ist gut. Ach, hier ist immer noch, wenn die Bassdrum ansetzt. Sehr markante Stelle. Ja, okay, das passt soweit. So, jetzt haben wir hier allerdings irgendwo ein Problem mit diesem Endlos-Loop, wo ich was gepusht habe. Ich glaube, ich hatte das vorhin verkehrt gesagt. Die Sequenznummer, oder die Aufnahmenummer praktisch. Also die Nummer, die sich nicht ändern, wenn man die Aufnahme startet, ist, glaube ich, da hinten, die hinten dran, die 233 war das in dem Fall. Und hier an der 234 erkenne ich, dass die Aufnahme gestoppt wurde hier und eine neue gestartet wurde. Das heißt, da haben wir auf jeden Fall eine Lücke. Jetzt gucke ich mal, stimmt das? Das müssen wir danach hören, akustisch. Oder ich habe mich. Der RTM Pi. Soll ich rausfahren oder nicht? Rausfahren oder nicht? Ja, okay, das ist schon. Rausfahren oder Das nicht? hört man schon ziemlich. Rausfahren oder nicht? Weil man sieht es auch. Das ist ein klassischer Schnittfehler, klassischer Filmfehler wäre das, ne? Sie fahren irgendwie auf der Autobahn noch im Rausfahren Freien oder rum nicht? und dann Schnitt, plötzlich sind sie unterm Tunnel. Okay, das ist definitiv. Hier gibt es definitiv eine Lücke. So, jetzt geht der Spaß los. Jetzt muss ich gucken. Jetzt bin ich aber gerade mal überfragt, was denn hier so, dass die Waveforms stimmen ja so ganz gar nicht hier, aber ja doch so ungefähr noch hier.
Ja, Wurschtbude, hallo. Ja, aber von dem, das Video kann ich schon schneiden. Außerdem, ich könnte die anderen auch schon vorbereiten. Ne? Das ändert ja nichts, um dass ich die Videos, die ich habe, auch schon vorbereiten muss. Ne? So, hier geht der Endlosflug los jetzt. Oder? Ja. Okay, ich weiß, was das Problem ist. Das ist der RTM3. Ja, genau. Hier habe ich dann die Fehler gesucht. Mit dem Audio-Clip. Hallo Ich Wurschtbude übrigens, falls ich dich noch nicht begrüßt habe. dachte das. So, auch hier haben wir das klassische, hier sieht man schon das klassische Problem. 44 Kilohertz, 48 Kilohertz, die DJ-Software zeichnet die Wavefiles in 44 Kilohertz auf. Die GoPro zeichnet Videos in 48 Kilohertz auf. Man kann die Musikvideos zwar konvertieren nach 48 Kilohertz, trotzdem laufen sie nach einer Zeit auseinander. Ne? Das ist doof. Ne? Da kommt man nachher noch dazu, wie man das dann einigermaßen knauberhaft. Ja. Macht da keinen Stress. Ne? Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt benutze. Timelapse. Jetzt geht es erstmal darum zu gucken, also wo ich den Viewpoint gesetzt habe. Okay. Bei dieser Stelle muss man definitiv kürzen. Hier rede ich noch. Ach, jetzt habe ich sogar das Volume runtergedreht hier. Wirklich, echt? Habe ich Volume runtergedreht? Sag mal, Thomas. Och nee, ich habe das Volume runtergedreht sogar. Oh Mann. So, da müsste ich aber gleich den Looper entsetzen. Noch mit. Oh, ist jetzt gar kein Loop-Point. Das ist schlecht. Okay, jetzt wird es interessant. Das ist der Loop-Point hier. Okay, den habe ich nach Beenden des Videos gesetzt. Nein. What the fuck? Okay. Okay. So, jetzt haben wir schon mal ein Problem hier. Ne? Das ist natürlich, da müssen wir den Track ein bisschen kürzen. Egal, gucken wir erstmal, wo die Videos nochmal anfangen. Okay, also hier mal den. So, hier wäre dann. Das ist auf jeden Fall der Beginn des Loop-Points. Da haben wir gewurschtelt, wie lange wir hier gewurschtelt haben. Ne? 30. Was? Gar nicht so lang. Nehmen wir nicht. Was? Ach, hier merke ich die Lautstärke auch wieder hoch. Toll. Das wird ja. Toll, passt. Lass mal hier nochmal die Stellung raus. Zack. Ja, das hört sich ja schon mal toll an. Nein. Oh. Lassen wir das so drin. Das hätte ich aber auch irgendwie. Soll das so?
die Finger schließt. Boom, Mann. Was ist das doch eigentlich? So. Irgendwie komisch an. Sounds komisch. Tatsächlich, aber das ist so. Das ist tatsächlich so, aber das ist irgendwie ein anderes. Nee, eigentlich wäre das der perfekte Übergang. Eigentlich, nee, das ist eigentlich schon. Ich mach das so. Mach das so. Das Volume regulieren wir gleich noch. Hört sich irgendwie nicht so. Ich will, irgendwie hört sich das nicht so gut an, aber das ist. Das hört sich besser an. Ich lasse es dabei. 4 Takte fertig. Machen wir das doch weg. Ah, da hat er aufgehört. Ah, hier läuft er durch. Da. Hier so ungefähr dürfte das sein. Jetzt nochmal ein Tack, Tack kommen. Tack. Und klapp. Tack, bum, Tack, bum, Tack, Tack, bum, Tack. Ja, so ist besser. Ja, das kann man so lassen. Da müssen wir jetzt nur noch hier die Lautstärke, die ich ein bisschen runter reguliert habe, hier ein bisschen hoch regulieren. Das ist ja Skandal hier. So, wie geht das denn nochmal? Also, genau. Ist das ungefähr?
Ein Punkt, zwei Punkte, mal da hoch hier. Oh oh. Selber mal. War besser, ne? Achso, das war noch gar nicht der Cut, oder? Ne, das war noch gar nicht der Cut. Ich dachte schon. Jetzt kommt erst die kritische Stelle. Ah, doch mal. Na, jetzt mal hört das. Irgendwas ist hier noch komisch. App, es ist hier noch komisch. So ein bisschen verhüpft er sich noch. Ne? Hier so ein bisschen so Knauben, also so ein bisschen Knauben wäre jetzt gesagt, einfach so einen leichten Crossfade drüber, dass es nicht ganz so hart ist. Nee, nö, nö. Da vielleicht etwas mehr. Uah! Wie wäre es denn, wenn ich einfach kurz vor dem Bümm und das hier kurz vor dem Bümm so. Das ist vielleicht besser. Naja. Ah, ist besser. Ist besser, ne? Ja, finde ich. Nicht wahr? Finde ich auch. Crossfade. Ganz wenig Crossfade, das kann ich schon. Nein, das wird jetzt schon immer doof. Also. Eigentlich brauche ich kein Crossfade, das ist nahtlos. Status perfekt ineinander gesitcht. Ja, das hört kein Mensch. Das hört keiner. Okay, dann die Frage. Wo geht das hier nochmal weiter? Also, wo sind wir? Nein, 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 nein. Oh Gott. So, Worst Case, er war hier. So, wo haben wir denn hier jetzt die Stelle, wo ich mit dem Loop aufgehört habe? Ja, hier hören wir noch ein Video. Das bedeutet, das kann man schon ungefähr so als Basis. Weiter. Jetzt hätte ich hier eine markante Stelle irgendwie. Ah, hier sehe ich schon was. Ah, hier Baseline zum Beispiel. Okay, das ist eine Stelle, die ich jetzt hier oben heraussuche, um sie hier unten zu finden auch. Hier, das ist ganz markant. Base. Baseline, die markiere ich mir mal. Jetzt suche ich die hier unten raus. Okay, ah, hier haben wir sie. Baseline. So, ein bisschen zurück. Baseline.
das wäre. Ich glaube, ich muss ein bisschen weiter. Ja, das sieht alles so einfach aus, ne? Denkt jeder, ist ja kein Problem. Der hat mal eben schnell so ein bisschen was im Auto aufgezeichnet, hat das jetzt rausgehauen als Video. Ja, dass da irgendwie dann irgendwie noch so jede Menge Geknaube dazwischen liegt. Oder Anpassungsarbeit, das wissen die wenigsten. Seht ihr das Bild, das jetzt hier schon verschoben ist? Egal, also so 100% Sync bekommen wir das nicht. Auf jeden Fall kann man das so schon mal machen. Dann haben wir hier eine drin Clips. Oh nein, jetzt wird das verschoben. Nein, nein, nein. Hier steht doch nur. Scheiße. Jetzt gehe einfach eine Überblende an. Also das Ding ist halt, jetzt funktioniert das jetzt so? Nee, eigentlich nicht. Ne? Dann muss ich nämlich, wenn ich jetzt trimme. Ne, ich darf das jetzt nicht trimmen. Ich darf da jetzt keine Überblende machen. Ich muss das jetzt nicht so schneiden. Aber doof. Das jetzt ein bisschen, ja, ich kann das ja, ich mache das einfach mal ein bisschen so zurück, mache das ein bisschen so und dann mache ich jetzt hier einfach schon den Crossfade. Das ist ja, das sind halt ein paar Sekunden zu früh, dann ist aber egal, fällt kein Ruf. So, das hätten wir schon mal. Jetzt, das war aber nur das erste Problem, was wir gehabt haben. Ich meine, wir hätten da noch eins gehabt. Wobei, wir sind ja schon am Parkplatz, ne? Wir sind ja schon am Parkplatz, genau. Go with the go, with the go, with the go. Ja, hier haben wir jetzt versucht zu verkabeln. Neu zu verkabeln, das Line-In zu verwenden, statt dem Mikrofon. Alter, sehr lustiges Video. Alles, wenn der Mix läuft, ne? Ich dachte, ich hätte noch so einen Dead Loop wieder gesetzt, den Kuchen. Ja, da ist er wieder. Da ist er wieder, Alter. Oh, ne. Da ist wieder so eine Stelle. Da ist, aber jetzt erstmal kontrollieren, ob das Stream läuft. Oh ja, schon wieder so eine furchtbare Stelle für den Loop, aber nein. Hier ist er, hier beginnt er. Oh ja, oh ja, man hört auch hier auf dem Video, ne, was unser Problem war. Oh, oh, oh. Rauschen des Todes. Und hier sieht man. Ja, alles. Deswegen wollte ich das nicht machen. Ne? Push wurde. Guck dir mal das ganze Kabel hier an. Guck mal.
Das ist doch. Kabelsalat, ey. Das ist ja hier. Gefangen im Netz der Todesspinne, ey. Ist das. So, und jetzt tut ganz raus. Okay, jetzt suche ich hier bei dem Video in die Stelle, wo der Loop endet. Okay, hier ist auch nichts. Das da muss man im Prinzip nachvertonen jetzt, ne? Oh ja, ich gehört das Kabel da, aber hier, dein 5-Meter-Kabel, was du hier. Okay, jetzt verpackt Gleich das. versuchen wir das Mikro mal an. Hallo Sid, grüß dich. Ja, nee. Vielleicht einfach nur da drin. Ah. Ja, kann natürlich sein. Also im Prinzip, wie der Loop-Point gesetzt ist. Eigentlich könnte man das da wunderbar als. Das ist eigentlich ganz cool. Das lasse ich drin. Das kann man so nachher als Zeitrafferaufnahme, so als Schnitt, Zwischenschnitt drin machen. Okay, ich suche auf jeden Fall die Stelle, wo es weitergeht. Kann man das irgendwie. Ey, ich verschiebe das mit einer anderen Spur. Ich höre übrigens auch nicht immer zu. Okay, alles klar. Dann hast du hoffentlich am Ende des Lagerregalstreams auch nicht zugehört, ne? Dinge am Tun, sowas. So, hier beginnt der Loop. Ich mache das einfach mal hier als. Kann man das irgendwie so. Also hier, das ist ja auch geknuddelt. Ich möchte das gerne. Was passiert, wenn ich das jetzt hochschiebe? Ah, das ist das Problem. Das ist jetzt über die Audiospur. So, ich mache das mal so einfach jetzt. Eine Röhre. Und dann suche ich jetzt hier die Stelle, wo das Musik nochmal richtig angefangen hat, wo ich den Du. Sind Spannungsregler, mehrere davon. Lupo am allerliebsten. Eine eigene Powerbank hat, aber die mag nicht sehr. Ja, hier beschreiben wir jetzt gerade den Fehler, was der Fehler des Rausches ist. Ah, guck mal da. Ja. Infantiler So, ey, ich Wortwitz, mixe hier schon fast seit outcoming. 20, 70 Minuten, ne? Vielleicht geht's weiter. Ich könnte wenigstens mal das Licht hier anmachen, dann wäre es ein bisschen heller, ne? Das war ja was dran. Komm schon, gleich wieder auf den Knopf drücken und dann geht's weiter. Schön anziehen. Wo ist die Stelle? Vielleicht brauchen wir das hier nicht. So. Aha, hier. Gut, das ist die Stelle, an der ich das weitergehen. So kopiert man übrigens. Nun, jetzt haben wir, glaube ich, das Problem, wenn ich das jetzt reinmache. Ne, haben wir nicht. Wo ist jetzt nochmal die Stelle, wo ich den Punkt besitzt hatte? Ah, hier war das da vorne. Okay, wie mache ich das jetzt überhaupt? Okay, Ton brauchen wir eigentlich nicht hier. Das ist Quatsch. Dann gucken wir mal. Ah, genau, dann könnte ich ja hier nur. Ich mache da damit ich eine eindeutige Stelle finde, wo ich das dann zuordnen kann.
Ah, das ist dieser Geistersong und dieses Ding. Vielleicht ganz gut bekannt. Ding, ich mach jetzt hier dieses Piano-Akkord. Hier ist der Piano-Akkord. Den suchen wir hier mal, hier unten wieder, um das zu synchronisieren. Achso, der loopt ja noch. Ach, das muss ich ja noch rausschneiden, okay. Wirklich lang geknuddelt. Sehr lang geknuddelt. Alter, mir geknuddelt hier. Da haben wir. Oh, leck, wie das lang. Mal hier jetzt auf. So, das war es, alles redundant. Das kann man dann bis hier so kürzen. Jetzt mache ich das mit dem Initiativ einfach so noch dran. Das wird noch nicht so richtig matchen. Also ich suche jetzt immer noch dieser Piano-Akkord. Was habe ich hier falsch gemacht? Ein. Wir sind aber doch schon hier. Hier geht's normaler, ist der Loop weiter und hier geht's. Das ist ja so. Oh ey, das ist echt ein Audio-Schnitzel. Ich habe das Gefühl, dass das hier so hier so ist. Eher so. Ah, jetzt habe ich doppeltes. Ja, fast. Fast, 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 fast. Was immer doof ist, ne? Dass der automatisch, wenn ich einmal diesen Snap deaktiviere hier, dass der dann die Nummer aktiviert. Ah, das, Moment mal, das war aber jetzt Google, oder nicht? Nee, nicht ganz, ne? Dann so. Oh, Junge. Das sieht doch blöd aus, irgendwie so von der Form hier.
Hm. Wenn es nicht ankommt, tipp schon näher. Wahrscheinlich ist es das nämlich. Ach, da habe ich noch den Loop drin. Ach, da versuche ich die ganze Zeit an der falschen Stelle anzusetzen. Oh nee. Ach, dann muss ich ja sowieso. Hier eher. Ach Mensch. Ja, da fängt er nicht an, habe ich gesagt. Oh Junge, ey, das ist echt ein. Irgendwas, was da so rinpasst in die Waveform. Und wir knipsen das so zusammen, dass es sich so anhört. Immer zusammen. Jetzt gehen wir mal weg hier mit diesem. Ich das hier mit so ein bisschen Crossfade hier so. Fast. Also es ist auf jeden Fall, es ist warm, will ich sagen. Beim Topfschlagen würde man sagen, es ist warm. Bim, bim. Wie ist denn hier so? Ja, immer noch. Das ist so. Ist schon komisch, aber. Ich bin noch nicht so befriedigt hier, ich bin noch nicht so befriedigt hier tatsächlich. Größer kann man es verschicken, aber es ist. Mensch. Hier ist ein bisschen Crossfading Action. Oh je, da hört man, dass es ganz geklappt ist. Ich glaube, jetzt ist gut, oder? Nee, das ist irgendwie so eine. Ich kann es nicht beschreiben. So ist es noch schlimmer. Was ist das denn hier? Wieso hört sich das immer so komisch an? Also.
nicht. So, dann ist das wahrscheinlich. Ist das vielleicht, habe ich cool Müll? Ist das vielleicht, weil ich natürlich. Ah, ist das vielleicht, weil ich zu. Warte mal. Wenn ja hier der Loop losgeht. Oh, jetzt ist der Point weg. Oh shit. Sag mal, der geht hier nicht. Der Loop ist vielleicht. Ja, ich glaube, das ist es, oder? Ist es das? Ah, es verschluckt sich immer. Ja, es ist immer dieses dünn. Es ist doppelt. Boah, wie kommt der Sache näher? Ich mal ab. Soll ich das einfach so lassen? Ja, irgendwie ist kurz diese Baseline hier ist. Dünn. Das muss ich irgendwie. Das ist dann wahrscheinlich, das muss ich wahrscheinlich. Ich weiß nicht. Schauen wir nochmal an. Ja, ist eigentlich gut. Das ist wahrscheinlich so ein Track. Ich mache mal gerade Licht an. Ach, so. Das ist doch gut. Das ist doch sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja. Das ist doch sehr, sehr gut. Dann haben wir hier auch wieder eine kleine. Was ist schon hier? Achso, ich wollte das Piano-Sample natürlich suchen hier, die beiden Sample suchen. Hier ist der Akkord. Das ist hier so. Okay. Dann muss ich diese Videospur noch ein bisschen kürzen. Machen wir das auf 100. Transition. Checken. Oh, yes. Oh Gottes Willen. Oh Gottes Willen, das hört sich nur so asynchron an, aber das ist auch so. Das hört sich nicht nur so an, das ist auch so. Oh. Ja.
Das ist halt, der Buschbude ist sehr unruhig gefahren, ne? Man konnte sich nur aufs Mixen konzentrieren. Das gefahren wie der Henker, ey, vom Dienst. Klar, dass man da keinen ordentlichen Übergang hinbekommt. Da springen ja die Plattenteller immer, ne? Wenn das Auto so hoch und runter. Also, man kennt das, ne? Springt die Nadel und so, ne? Gut. Haben wir hier noch eine Lücke drin? Wir haben hier noch eine Lücke drin, oder? Ne, das ist die 40er. Das ist, ne, genau, wie ich gesagt habe, 240. Die gehören zusammen. Die können wir einfach stitchen. Hey, und dann haben wir das eigentlich schon. Genießen wir kurz mal. So, kurz was. Ach, jetzt macht er hier wieder das Volume runter. Ach Mensch, Junge. Ach, jetzt spielt er auch noch hier. Guck mal da, ey. Oh mein Gott, ey. Was soll das denn? Hier, guck mal, meine Finger hier. Ja, sehr witzig. Das habe ich mir nur dabei gedacht. Darf, einen Moment, nee, stopp. Ich fahre am besten den ganzen Kram noch runter. Oh shit, ey. Soll ich das dann wirklich mit dem so was ist das denn anders machen? Was ist das? Was ist das denn für ein geiler Satz? Was ist das denn? Also, ihr seid jetzt wieder mikrofoniert. Oh shit, ey. Soll ich das dann wirklich mit dem so was ist das denn anders machen? Merkt euch diesen Satz. Oh shit, ey. Soll ich das dann wirklich mit dem so was ist das denn anders machen? Okay. Ja, da war ich schon fertig, bevor es eigentlich losging. Das Ding war halt, wir konnten nicht zu dem Zeltplatz von dem Hexokind mit dem Hackercamp hinfahren, wie wir es eigentlich geplant hatten, sondern wir mussten unten parken. Denn die Hinfahrt zu diesem Zeltplatz, die war gesperrt wegen der Baustelle. Und ja, damit hat man nicht gerechnet. Das bedeutet, wir haben das ganze Geraffel eigentlich im Kofferraum gehabt, wollten das einfach nur so ein paar Meter dann aus dem Auto laden auf den Zeltplatz, aber das ging halt nicht. Da müssen wir ein bisschen jetzt ein bisschen improvisieren. Was nehmen wir mit und wie nehmen wir das mit und wollen wir das wirklich mitnehmen? Ich mache vielleicht die Lautstärke noch ein bisschen.
ist ungefähr so die Kirche. Naja. Oh, jetzt ist. Ach so. Ach, hier hätte ich es natürlich wieder hochgemacht. Genau, hier hätte ich die Lautstärke wieder hochgemacht. Das bedeutet, hier muss ich die Lautstärke nochmal runterregeln. So. Ah, das muss. Ja, cool. Also das wäre auf jeden Fall schon mal so der Runix. Also das ganze Gebabbel hier brauchen wir nicht. Keine Amateure. Habe ich vielleicht eine Begrüßung drin? Die wird man vielleicht reinmachen. So. Infomaniac, hallo Infomaniac, grüß. Da sind wir. Oh. Wundervoll. Ah. Infomaniac, hallo Infomaniac, grüß dich. Hi. Das ist unser Bild. Ah ja, sehr ist schön. Ist eigentlich okay. Kann ja, man machen. Läuft. Kann man machen. Kann man so machen. Soll ich schon mal los, oder? Ja, ich würde sagen, wir können los. Du musst groß sagen. Ja, auf. Kann ich. Achso, Moment. Ich das Bild habe. Achso, ne, ich muss hoch machen. Das ist der vordere. Der macht den Sitz ein bisschen hoch. Nee, du musst ihn ziehen und dann eben den Arsch hoch. Besser? Jetzt ist mein Kopf auf der 100. Ja, sag ich jetzt was dazu, oder? Das da. Man kann es auch querlegen. Das ist der Bondage-Bär, mein Mitbewohner. Das ist Wurschbude. Das ist der Bondage-Bär, mein Mitbewohner. Er meckert schon, weil er hinten sitzen muss. Normalerweise ist ein Thomas sein Platz, sein Platz. Wir fahren jetzt nach Luxemburg aufs Hexagreen-Gelände und treffen uns da mit dem Sid. Und dann gibt es dann Teil 2 von Matix und Wurschbude on Tour. Tja, das mindestens genauso gut klappt. Ja. Achso, und wir testen natürlich auch noch die Verbindung von O2 aus dem Auto heraus. Ja. vor allem auch die mechanische, magnetische Befestigung von 2 Antennen auf dem Dach. Ich hoffe, die halten. Also falls der Stream mal abbricht. Ich habe hier gerade kein Video heute, ne? Lasst euch überraschen. Ich lasse mich auch überraschen. Ich bin genauso überrascht wie ihr. Das mindestens genauso gut klappt. Ja. Oder? Das ist. Achso. Kopfhörer anziehen. Herzlich willkommen zu diesem Live-Freestyle anziehen. Herzlich willkommen zu diesem Live-Freestyle-Mix. Kopfhörer anziehen. Wow. Kopfhörer anziehen. Herzlich willkommen zu diesem Live-Freestyle-Mix. Das ist Wurschbude. Das ist der Bondage-Bär, mein Mitbewohner. Er meckert schon, weil er hinten sitzen muss. Normalerweise ist ein Thomas sein Platz, sein Platz. Wir fahren jetzt nach Luxemburg aufs Hexagreen-Gelände und treffen uns da mit dem Sid. Und dann gibt es dann Teil 2 von Matix und Wurschbude on Tour. Tja, das mindestens genauso gut klappt. Ja. Achso, und wir testen natürlich auch noch Befestigung von 2. Das ist entweder O2 schuld oder. Das nächste Problem, meine Maus ist weg. Ah, jetzt ist da ist eine. Los! Aber das ist viel zu lange einleiten. Hexagreen-Gelände. Und treffen uns da mit dem Sid.
Und dann gibt's dann Teil 2 von Matix und Wurschbude on Tour. Tja, das mindestens genauso gut klappt. Ja. Achso, und wir testen natürlich auch noch die Verbindung von O2 aus dem Auto heraus. Ja. Und vor allem auch die mechanische, magnetische Befestigung von 2 Antennen auf dem Dach. Ich hoffe, die halten. Also falls der Stream mal abbricht, ist es entweder O2 schuld oder die Antennen bämpeln herum. Ja, testen wir jetzt mal. Ich habe hier gerade keinen. Ich lass mich auch mal gucken. Was geht denn ab? Es geht hier nichts. So, den ersten Track überspringen wir natürlich. Helfen, ja, trotzdem, ich speichere mal eine Kopie davon. Duplicate Backup. Ich weiß nicht, warum. So. Ich kann nicht helfen. Machen wir das so. Okay, man, das kann nur das. Das war nicht gekartet. So, diese Stelle. Es ist entweder O2-Stempeln herum. Naja, testen wir jetzt mal. Genau, das brauchen wir alles nicht. Dann wird das was besonnen. So. Ja. Und jetzt kann man das hier crossfaden. Achso. Achso, dann muss ich das Audio auf einer anderen Spur setzen. Ne? Ja, eigentlich schon. Ich setze das einfach mal hin. Das ist aber doof. Vor allem auch die Misch oder die Antennen bämpeln herum. Naja, testen wir jetzt mal. So, da wir ja Azifazi sind und nicht so alte Kauze, die immer nur Crossfade Transitions machen. Was haben wir denn hier? Azifazi Transitions benutzt eigentlich nicht so. Oh. Dissolved Zap. Das ist ein Ding, so. Was haben wir denn hier? Transitions. Transitions. Was haben wir denn Transitions? Das sind, glaube ich, die nativen. Irgendwie hat man das so in der Vorschau. Na toll. Wow. Kamera Shake. Ja, das ist cool. Kamera Shake ist cool. Das ist ein bisschen. Achso, das muss ich natürlich die Spur hier legen. Das kann er natürlich in Echtzeit rendern. Ja, toll. Oh, toll, schon haben wir ein Hipster-Video gemacht, ein Instagram-Video gemacht. Die Antennen bämpeln herum. Naja, testen wir jetzt mal. Gibt es da noch irgendwelche Parameter, die man vielleicht einstellen kann? Das ist nicht so nativ. Aussieht. Inspector Effekt, Camera Shake, Motion Blur, das ist natürlich verständlich, wenn wir Motion Blur haben. Ja, das ist ein Fazit. Da
Ist ja nicht scheiße. Oh, passt. Ich hab's nochmal weg jetzt hier. Ja, Waschbude, so lange bin ich aber nicht mehr hier, ne? Ich wollte nämlich gleich Schluss machen. Das ist ja nur mal kurz geschnitten. Also 10 Minuten habe ich noch. Vielleicht auch irgendwas. Ja, fancy. Fancy Transition. Hey, wie gesagt, ich brauche die für das Video eigentlich schon nicht, ne? Also ich weiß auch gar nicht, ob ich überhaupt einbauen würde, so Timelapse. Theoretisch könnte man die, das wäre jetzt schon advanced, könnte man die Timelapse über diese Schnittpunkte hier legen, wo die beiden Aufnahmevideos, die beiden, also ich sag mal, wo diese Schnitte drin sind tatsächlich, ne? Da könnte man den Timelapse drüber legen, oder Szenen des Timelapses drüber legen, um zu verschleiern, dass ein Schnitt stattgefunden hat, ne? Könnte ich natürlich machen, ne? Dann bräuchte ich mich auch, jetzt bräuchte ich jetzt auch, ich glaube, das mache ich auch mal. Dann bräuchte ich auch hier nicht großartig zu überlegen, wie jetzt Abspannvideo. Dann bräuchte ich jetzt auch hier nicht irgendeine fancy Crossfade. Hey, das ist aber witzig hier Foreground bei. Das ist ja cool. Das ist nice. Das ist nice. Ja, das ist geil, das ist cool. Das ist geil, das gefällt mir, das ist cool. Die gefällt mir. Ja, nice, das ist nice. Einfach zweimal Foreground Vibe. Ich soll nicht übertreiben. Nice, wie das auch noch so ist. Hier. Invert Vibe. Das ist nice. Das ist wirklich nice. Ich benutze normalerweise nicht so Transition Effekt, aber es ist echt Crossfade, das, was ich benutze. Guck mal, so immer diese Transition an hier.
Man kann natürlich auch, ne, wenn man so ein bisschen Effekt Overkill machen will, kann man, glaube ich, auch in mehrere. Ah ne, das geht, glaube ich, gar nicht hier. Oder? Geht das doch? Shake unten drin. Ah ne, Scheiße, geht nicht von. Sowas will ich nie benutzen. Flip 3D. Wow. Ne, Foreground Vibe ist cool. Gefällt mir. Ist egal. Dass das wieder zu Azi-Fazi ist. Matrix, kommen die Matrix. Ah, guck mal da, Zoom in, Zoom out. Das ist cool. Das ist ein Effekt, den man sich auch gerne mal so nachbaut. Dass jetzt Native da drin ist, finde ich cool. Den hat man sich früher mal nachgebaut. Geil, was der ist. Ist auch cool. Motion Blur, natürlich wenn man Motion Blur. Naja. Kann man dort die Easiness irgendwie einstellen, so Zoom Position, Shutter Angle. Zoom Scale, vielleicht nicht zu viel. Naja, okay. So. Nö, ich mach das. Ich mache das. Was habe ich nur gesagt? Wie ist? Round and down. Yes. Oh ja, komm. Das ist ein Foreground Vibe, war das. Das ist cool. Das ist cool. So, ich muss aber jetzt leider. Was soll man denn hier unten teilen? Ja, ein schönes Video zusammenschneiden. Du musst entscheiden halt. Ist Also. auch quatschen etwas später als geplant, glaube ich. Alles klar. So. Gut. Dann belasse es dabei. Ja. Fertig. Das rendere ich jetzt dann dadurch hoch. Ne, kleiner Spaß. Herzlich willkommen zu diesem Live. Oh, eins mache ich noch, eins mache ich noch. Eins mache ich noch. Was ist das hier? Wofür steht das hier? Den ganzen Kram noch runter. Was ist das hier? Ja, genau. Hier. Ich habe ja gesagt, es zieht sich. Also ich habe einen Bollerwagen dabei, einen Ferrari. Also. Jo, aber. Oh. Was brummt denn hier so? Achso, das ist hier irgendwas mit dem. Hä? Schleppe hier. Kommt hier extra technisch, sage ich jetzt mal. Jetzt finde ich die Stelle, jetzt finde ich das Video, in dem ich gesucht habe. Was ist denn hier? Was ist das hier? Nee. Nein, das ist mein Freund. Das ist, wie es ist. Und ja, jetzt machen wir noch eine sportliche Einlage. Der Ja, soll man den Stream noch laufen lassen, oder? Soll ich das dann wirklich mit dem soll das denn nicht anders? Shit, ey. Soll ich das dann wirklich mit dem soll das? Ihr seid jetzt wieder mikrofoniert. Komm. Habe ich nicht ganz so, aber so. Und
Ja, keine Ahnung, schauen wir mal. Und natürlich ohne Bauchladen. Ich habe den Bauchladen nicht da. Bubu machen. Ihr seid jetzt wieder mikrofoniert. Oh shit, ey. Soll ich das dann wirklich mit dem soll ich das dann nicht anders machen? Ey. Oh shit, ey. Wir versuchen mal unser Glück. Wir, ja. Frage, der Matrix wird jetzt da noch leider. Also Parkschein. Ja gut, das ist ja kein Thema. Ja, ich muss mir jetzt meinen Parkschein besorgen, weil, ja, halt, weil das halt so ist, wie es ist. Und ja, jetzt machen wir noch eine sportliche Einlage. Der Matrix wird jetzt da noch live beim Hochmarschieren Parkplatz und dann. Oh Gott. Kam noch runter. Das ist kontextgerissen, das versteht ja denn keiner wirklich. Versteht ja denn niemand, wie ich das so. Egal, ich hätte das zu tun. Darf. Einen Moment, nee, stopp. Ich fahre ein bisschen. Oh shit, ey. Soll ich das dann wirklich mit dem soll ich das dann nicht anders machen? Also ich mit dem Mixdoor so. Soll ich das dann nicht anders machen? Es ist witzig. Es ist witzig. Das versteht keiner, aber ich lasse es trotzdem dritt und ich will es einfach. Soll ich das dann nicht anders machen? Oh shit. Oh shit, ey. Soll ich das dann wirklich mit dem soll ich das dann nicht anders machen? Also ich bin der Mixdoor so. Ja, dann das wieder zu weit. Also ich bin. Oh shit, ey. So, gut. Damit hätten wir knapp eine Stunde Automix, ist das hier? Ist das Dach? Gut. Das war's dann. Zack, zack. Ich würde sagen, also das war's für heute mit der Videobearbeitung. Jo, ich wünsche euch noch einen schönen Abend, kommt gut in die neue Woche rein. Ciao, danke fürs dabei sein. Bis demnächst, ne? Also kommende Woche wahrscheinlich wieder mit Videoschnitt, ne? Ich habe jetzt noch ein bisschen was zu tun. Die nächsten paar Jahre mit dem Videomaterial. da wird mir bestimmt nicht langweilig. Ciao. Zwischendrin aber auch mal was anderes.